Und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Live-Test-Videos zum neuen Herbst-Winter-Sortiment von Cosnova. Im letzten Video habe ich ja mit einer neuen Lidschattenpalette von Essence einen etwas wärmeren Look geschminkt und heute möchte ich mit einer anderen Lidschattenpalette einen etwas kühleren Look schminken. Ich könnte mir vorstellen, dass das gut zum anbrechenden Herbst-Winter passt und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Bevor wir anfangen, noch ganz kurz ein paar Worte zu meiner Teintgrundierung. Die habe ich auch mit ein paar Neuheiten aus dem Sortiment von Essence geschminkt, die ich allerdings schon im letzten Video genauer besprochen habe. Also, wer wissen möchte, was es da so Neues gibt, der schaut hier einfach mal rein. Bei besagter Lidschattenpalette, um die es sich heute hauptsächlich drehen soll, handelt es sich um die Beautiful Eyeshadow Palette. In der sind, genau wie bei der Follow Your Heart Eyeshadow Palette, 9 Töne enthalten, und zwar ein Mix aus schimmernden und matten Farben. Ich muss sagen, dass das hier eigentlich die Palette war, auf die ich mich zuerst gestürzt hatte, weil mit meiner Augenfarbe und auch meinem Typ kann ich gut auch so ein bisschen kühlere Farben tragen. Und das ist auch das, was ich heute versuchen möchte zu schminken. Ich weiß, dass besonders auf YouTube mehr so warme Farben im Trend sind, aber das steht halt nicht jedem oder es steht halt nicht jeder drauf. Und deswegen werden wir erstmal zusammen alle Farben swatchen, damit ich mich entscheiden kann, was ich jetzt schminken möchte. Die Palette enthält gleich 4 relativ helle Töne, was mir sehr zu Pass kommt, da ich es mag, wenn ich auch ein bisschen Auswahl bei den hellen Tönen habe. Und besonders Grayish On und Taupe On gefallen mir schon mal richtig gut. Die sehen total schön aus, genau mein Beuteschema. Die matten Farben hingegen sind nicht so kühl, wie ich es mir vorgestellt habe. On My Own und Fired Up hätten auch gut in der anderen Palette vorkommen können. Coffee Talk ist aber auch sowas, was eigentlich voll mein Beuteschema ist. Die erinnert mich an einen Ton aus der Naked Heat Palette. Oh, Midnight ist... Ja, sehr dunkel, aber nicht so stark pigmentiert. Okay, da muss ich keine Angst haben. Der ist schwarz für Anfänger. Womit werde ich was schminken? Ich glaube, ich habe was. Was die Lidschatten aus dieser kleinen Essence Beautiful Palette angeht, muss ich sagen, es gibt Licht und Schatten. Beziehungsweise ein bisschen bin ich enttäuscht, was so meine Erwartungen an die Lidschatten angeht. Und ein bisschen, muss ich sagen, hat sie mich positiv überrascht. Also, ich habe mich mit den Nuancen In the Buff, Grayish On, Taupe On, True Me und My Time geschminkt. Der erste Lidschatten, den ich verwendet habe, war der matte, kaffeebraune Ton My Time. Und ich muss sagen, zuerst dachte ich so, der lässt sich überhaupt nicht verblenden und der ist fleckig. Aber dann, je mehr ich einfach mit einem fluffigen Blendepinsel über die Stelle gefahren bin, desto besser hat sich das wunderschön zu einem zarten Farbhauch ausgeblendet, der auch zu meinem hellen Hautton total gut gepasst hat. Also, der war so zuerst nee und dann yay. Was die schimmernden Töne angeht, die ich mir ausgesucht habe und mit denen ich versucht habe, so einen Farbverlauf von hell nach dunkel zu erzeugen, war es ganz ähnlich. Also bei Grayish On, der schimmernde Ton, der so sehr rosig aussah beim Swatchen, der sah am Ende auf dem Lid aufgetragen aus wie die schimmernde Variante von My Time, also dem Milchkaffeebraun, was ich in die Lidfalte gegeben hatte. Leider hat sich dann der nächste schimmernde Ton, True Me, überhaupt nicht von dem unterschieden. Und auch Taupe Up, was ja so ein goldiges Champagner ist, das sah dann alles so aus am Ende wie so ein Brei. Also es war dann ein sehr schönes milchkaffeebraunes, zart schimmerndes, nicht stark pigmentiertes Lidschattenkunstwerk, sag ich mal, was zu meinem hellen Hautton super gut passt. Also es hat sich alles sehr, sehr schnell schminken lassen, einfach weil alle Farben so nahtlos ineinander übergehen. Aber ich hatte mir einfach, ehrlich gesagt, so vom Swatchen mehr Farbunterschiede erhofft, die man dann später auch auf dem Lid noch irgendwie sehen könnte. In der Hinsicht bin ich ein bisschen enttäuscht von den Lidschatten. Das Ergebnis am Ende gefällt mir aber trotzdem sehr gut. Ich muss sagen, herausgestochen hat Taupe Up, dieser
goldige Champagnerton, denn der hat das Ganze am Ende irgendwie doch sehr schön interessant gemacht. Also, weil der goldene Schimmer ist sehr schön, ohne so sehr stark aufdringlich zu sein. Das bedeutet, der Lidschatten deckt selbst nicht sehr stark. Man kann ihn so als Lidschattentopper über anderen auftragen, denke ich. Und insofern muss ich sagen, die Palette hat mir jetzt was anderes gebracht, zumindest von den paar Tönen, die ich ausprobiert habe, als ich gedacht habe, auch weil die Farben aufgetragen nicht so kühl sind, wie ich es mir vorgestellt hatte, sondern eher so neutral, sage ich mal. Aber das ist nicht schlecht. Also das, was dabei herausgekommen ist, gefällt mir am Ende gut. Und neutrale Farben stehen ja auch eigentlich fast allen Typen. Insofern muss ich sagen, ist auch diese kleine Palette hier eine positive Überraschung aus dem neuen Sortiment. Nicht so positiv überrascht bin ich mal wieder von einer neuen Mascara. Und zwar hier von Catrice, der The Little Black One Volume Mascara True Black. Ich muss ja sagen, dass ich totale Vorurteile gegenüber Catrice Mascaras habe, denn ich hatte noch nie eine gute Wimperntusche von Catrice. Ich habe einfach das Gefühl, Wimperntusche gehört nicht zu den Kernkompetenzen von Catrice, was seltsam ist, da ja Catrice und Essence zu einer Mutterfirma gehören, zu Cosnova. Und ich muss sagen, ich habe schon eine Menge billige Essence-Mascaras gehabt, die richtig gut sind. Allerdings, diese Mascara hier, die kann da irgendwie nicht mitspielen. Nee, das ist ja total hässlich. Die hat ein sehr, sehr kleines Bürstchen, was aus so Plastikborsten ist, was mir theoretisch gefallen müsste, aber nein. Hier geht's, weil ich hier den ganzen Klumpert schon am anderen Auge abgestrichen habe. Sie hat die Wimpern verklumpen lassen, wie nichts Gutes, und oh, sowas mag ich einfach nicht. Also sie hat meine Wimpern nicht wahnsinnig optisch verdichtet, sie hat sie nicht toll verlängert, sie hat sie aber auch nicht schön natürlich aufgetrennt. Also das ist so ein Massaker hier. Sie ist so nichts, also nichts Gutes. Okay, also hier würde ich auch sagen, genau wie bei der neuen Essence Mascara, die ich im letzten Video getestet habe, kann man definitiv stehen lassen. Genauso positiv überrascht wie von seinem Bruder bin ich hier auch von der Variante 010 Soft Rose der Blush Box. Blushes? Von Catrice. Diesmal habe ich ein seidig mattes Puderrouge mit lichtstreuenden Pigmenten. Letztes Mal waren es, glaube ich, lichtreflektierende Schimmerpartikel, jetzt sind es lichtstreuende Pigmente für eine natürlich aussehende frische Wangenfarbe. Mir wurde gesagt von einer sehr netten Leserin, dass die Farbe 010 Soft Rose auch sehr gut passen würde. Und ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr, sehr helles Rouge. Zumindest wenn man es swatcht, dann ist die Farbe kaum zu unterscheiden von meiner eigenen Hautfarbe. Aber das finde ich ja super, weil ich habe es gerne schwach pigmentiert. Viel lieber als zu stark pigmentiert, weil dann kann man das Ganze auch früh, wenn man noch ein bisschen müde ist, unfallfrei auftragen. Das hat ja auch sehr gut geklappt. Der Ton ist wieder weniger rosig, als man vielleicht noch denken könnte. Aber ich muss sagen, auch mit dem hier bin ich absolut zufrieden. Also, cool. Cool in einem ganz anderen Sinne ist hier von Catrice dieser Highlighter aus einer LE zugegebenermaßen. Den kann man eh nicht mehr kaufen, aber der lag noch in meiner Neuheitenkiste und ich dachte, ich würde gerne mal wieder einen Highlighter ausprobieren. Das war also der richtige Moment für das Catrice The Dewy Powder in der Nuance C01 Rose. Das sollte ein ultrafeines Highlighterpuder für ein Dewy Finish sein. Also nicht so wahnsinnig glitzerig und nicht bloß so ein bisschen leuchtend, sondern eher so nass glänzend, soll ja Dewy heißen. Ich muss sagen, dass ich mir das ausgesucht hatte, einfach weil ich dachte, es ist ein eher kühler Ton, aber dass er so kühl ist, das habe ich nicht erwartet. Also, naja, dieser Highlighter ist fast so ein bisschen lila auf meinen Wangen geworden. Das hat man zum Glück dann hier auf dem Video nicht mehr so gut erkannt, aber in echt geht ja schon fast so ein bisschen in die Richtung Holo für Erwachsene. Ja, also eindeutig sehr frostig lila-rosa. Zum Glück nicht wahnsinnig speckig schimmernd, aber das ist für mich definitiv so ein Highlighter, den ich für so Winterlooks dann rausholen werde, wenn ich mich auch sonst so komplett in so eisigen Wintertönen schminken werde. Ebenfalls eine große Überraschung war von Essence der Velvet Matte Lipstick. Ja, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, der würde halt matt sein, ja. Allerdings ist die Nuance 02 Marshmallow Love
Ein sehr schöner Name. Zum einen nicht matt, denn er ist eher so cremig und nicht wahnsinnig glänzend. Und zum anderen erst hochdeckend. Okay. Also bereits in einem Zug hatte ich hier die volle Dröhnung auf den Lippen. Er fühlt sich sehr angenehm an. Er riecht nicht sehr stark parfümiert, was ich persönlich sehr zu schätzen weiß. Hä, was ist denn das? Aber die Farbe, naja, also, die ist schon Barbie-mäßiger, als ich es gedacht hatte. Ich hatte mir von der Farbe in der Hülse eher erhofft, dass es so ein dezentes Altrosa sein würde, so ein bisschen Mauve. Aber das ist für mich hier eher so ein Sommerlippenstift, muss ich sagen, weil so krass knallig und vor allem auch so blaustichig hätte ich mir den nicht erwartet. Ist für mich auch kein Ton für den Herbst, muss ich sagen. Und ist vor allem wahrscheinlich kein Ton, der sehr vielen Typen steht. Also insofern schaut euch diese Velvet Matt Lipstick Reihe genauer an und testet die gut in der Drogerie, weil es kann sein, dass ihr die Farben am Ende doch stärker findet, als ihr es vielleicht noch gedacht hättet. Ich weiß so, und das war's dann auch mit meinen beiden Testvideos zum neuen Sortiment von Cosnova. Ich muss sagen, ich war eigentlich positiv überrascht und es sind auch ein paar Dinge wieder so bestätigt worden, wie ich sie schon immer vorurteilsbehaftet gedacht habe. Also zum Beispiel Catrice Mascara ist für mich persönlich nichts und Lidschatten von Essence können auch gut sein. Insofern muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden und ich wäre sehr gespannt, was eure Meinung zu den neuen Produkten ist. Also nicht bloß das, was ich mir geschminkt habe, sondern auch vielleicht die Sachen, die ihr ausprobiert habt. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, dann können wir uns da darüber unterhalten. Und dann sage ich, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Pummelig vor, wenn ich hier so sitze. Nee, der schaut hier einfach mal rein, oder? Aber macht weiße Zähne. Also im Rahmen seiner Möglichkeiten, Na, dann mach aber. mir auch mal was drauf.